haben wir Gäste aus der Schweiz. Aus Basel kommt diese älteste, heute noch bestehende Basler Fastnachtsklicke, die Vereinigte Kleinbasler von 1884, die seit mehr als 130 Jahren diesen Fastnachtgedanken fördern mit Trommeln und natürlich Pfeifen. Und wir haben es gerade gesehen, die schwarz-weißen Farben auch der Stadt Basel in ihrem Wallensteiner Gewand haben. Das sind jetzt schon die Münchner Zünfte in ihren verschiedenen Zunfttrachten. Also Zünfte sind ja die historischen Vorläufer der heutigen Innungen. Jeder Handwerkstand hat seine eigene Zunfttracht, sein eigenes Zunftzeichen. Da sehen wir unter anderem die Brauer und Melzer. Hier hinten kommen die Maler, die Lackierer, die Kaminkehrer sind dann auch schon zu sehen. Die Maßschneider sind heuer mit dabei, wie man auch sehen kann. Die Metallinnung. Ja, das Zunftwesen hat sich... Kaminkehrer hier mit den typischen Zylindern, genau. Das Zunftwesen hat sich ja im Mittelalter herausgebildet. Damals haben sich die Handwerker eines Gewerbes zu einer Zunft zusammengeschlossen. Es herrschte damals Zunftzwang, also jeder musste Mitglied in der Zunft sein, sonst hat er seinen Beruf gar nicht ausführen dürfen. Und man musste sesshaft sein. Das war auch wichtig. Und die Handwerker einer Zunft, die lebten früher immer im selben Stadtviertel. Also eine Gewerbefreiheit, die gab es damals nicht. Jede Zunft hatte ihre ganz klaren Vorschriften und Regeln. Man wollte natürlich eine einheitliche Qualität der Waren sicherstellen. Konkurrenz war ausgeschaltet. Die Anzahl der Meister, der Gesellen und Lehrlinge, die war in jeder Stadt genau vorgeschrieben. Und jeder Handwerker hat auch das Gleiche verdient. Aber der große Vorteil des Zunftwesens war natürlich, dass man sozial abgesichert war. Wenn ein Handwerker zum Beispiel starb, dann wurde seine Familie von der Zunft mitversorgt. Also ein sehr gutes, gut funktionierendes frühes Sozialversicherungssystem. Ist natürlich im späten 18. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwann zerfallen durch die gesellschaftlichen Stürze, hätte ich beinahe gesagt, Umwälzungen. Das sind die Zimmerer, ganz typisch natürlich. Und davor waren die Metzger. Und die Metzger, genau. Die typische Zimmermannstracht. Genau, mit den breiten Hüten, breiten Krempen. Die haben ja damals schon auch eine Funktion gehabt, denn es war auch ein wirksamer Sonnenschutz. Nicht bloß eine Zier, natürlich. Und wir hören auch im Hintergrund schon die Blaskapelle aus Böbing.